April 71. Endspurt in der Meisterschaft. Borussia Mönchengladbach will den Titel verteidigen und spielt zu Hause gegen Werder Bremen. Bremen gleicht aus zum 1:1. Wir haben an dem Tag nicht gut gespielt. Warum auch immer, das weiß ich nicht mehr. Also wir hatten schon bessere Spiele gemacht. Die Fohlen an diesem Tag in roten Trikots wollen ihren Meistertitel verteidigen. Kurz vor Ende werfen sie alles nach vorne, um ihre Chance auf den zweiten Titel zu wahren. Und dann die 88. Spielminute. Es war ein Freistoß mit Günter Netzer. Der kam hoch vor das Tor und dann habe ich dann, ich hatte damals sehr viele Kopfertore gemacht. Wollte den Ball auch mit dem Kopf erwischen, habe ihn aber nicht erwischt. Günter Bernhard mit seinen Armen war schneller. Und dann bin ich durch diese Wucht ins Netz geflogen. Und habe mich so gedreht und lag mit dem Rücken im Netz, wollte mich hochziehen. Und dann hat es gekracht. Das war ja nicht nur der Pfosten, das war ja auch die Querlatte. Die kam ja auch mit runter. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt wird's eng. Das schwere Tor verletzte niemanden. Aber was war passiert? War es die Wucht des Aufpralls oder war das Holz einfach morsch? Der Platzwart von damals kennt die Antwort. Was geschrieben worden ist, dass das abgefault war, das stimmt überhaupt nicht. Wie das passiert ist, 14 Tage davor war NATO Musikfest. Da haben wir das Tor wieder rausgemacht, da habe ich das gesehen. Da war nichts dran. Durch diese ungeheure Hebelgewalt, die Herbert Laumann entwickelt hat, ist das abgebrochen. Das wäre überall passiert. Bremen will weiterspielen. Die Fohlen hoffen auf Abbruch und eine bessere Form im Wiederholungsspiel. Es ist unmöglich, das Tor wieder aufzustellen. Der Schiedsrichter bricht das Spiel schließlich ab. Ja, das Ergebnis war zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Und da hatten wir mehr Wert drauf gelegt, dass das Tor nicht mehr aufgestellt wurde oder konnte ja nicht. Und da haben wir gedacht, dann kommt ein Wiederholungsspiel. Es stand ja da 1:1 und für die Meisterschaft war das nicht so gut. Das Spiel ist entschieden worden am grünen Tisch. 0:2 Tore und 0:2 Punkte. Sodass wir am letzten Spieltag aufgrund dieser Wertung ein Tor schlechter lagen als Bayern München. Die Spannung bei den Fans kann kaum größer sein. Am letzten Spieltag gewinnen die Fohlen in Frankfurt. Im Fernduell verlieren die Bayern in Duisburg. Und Borussia Mönchengladbach wird 1971 zum zweiten Mal deutscher Meister. Thank you.